Ich hatte vor einigen Tagen auf Instagram etwas gepostet, und zwar ein Foto, wo man meine Spuren im Schnee, und da bin ich lang gegangen, auf einem Feldweg, meine Spuren im Schnee sieht. Und dazu habe ich geschrieben: Identität, Doppelpunkt, deine eigenen Spuren sehen. Und dazu habe ich im Untertitel geschrieben, dass das auch etwas mit Informatik zu tun hat, weil ich sehr interessant finde. Also, wenn wir uns das nochmal veranschaulichen, wir haben hier die Spuren mal gerade symbolisiert, so meine Spuren im Schnee. Und es gibt zwei Interpretationen, wenn man so einen Spurenverlauf sieht. Das eine ist, dass wir sagen, dass es natürlich, wenn wir so ein Foto sehen, eigentlich ursprünglich ein zeitlicher Vorgang, das ist also die Zeitachse, ein T gewesen. Und dann sehen wir eben nur noch als Foto ein Festfrieren dieser Zeit. Und das ist eine andere Sicht darauf. Wenn wir ein Foto gemacht haben, dann sehen wir ein S. Wir sehen ein Snapshot bei einem Foto, Zeit festgefroren, und sehen ein Bild, was mir zeigt, welchen Weg ich gegangen bin. Das sind also die zwei Interpretationen. Hätte ich eine Kamera angehabt, dann hätte man gesehen, wie ich mich bewege. Nehmen wir an, das sei ein Objekt gewesen. In der Informatik, Objektorientierung, kapseln wir alles in Objekten. Und das hat zum Beispiel einen Zustand, dieses Objekt. Dann würde sich im Laufe der Zeit der Zustand verändern zu bestimmten Zeitpunkten. Nehmen wir mal an, wir hätten hier eine Variable, die heißt sowas wie Mut, wie Stimmung. Und die hätte einen bestimmten Wert. Zum Beispiel ist meine Stimmung erstmal neutral eine 0. Hier am Anfang meines Weges. Dann gehe ich den weiter, meine Stimmung verändert sich. Dann müssten wir hier dauernd den Wert verändern, dass zum Beispiel mein Mut dann irgendwann mal eine 7 ist. Zwischendurch, wer weiß, vielleicht mal minus 1, dann später wieder 10. Konzept verstanden, über die Zeit verändert sich der Zustand des Objektes, eine bestimmte Variable, ein Innenleben dieses Objektes verändert sich, und der Wert nimmt über die Zeit verschiedene Ausprägungen an. Die Variable nimmt verschiedene Werte an. Was wir aber auch machen können, das ist hier übrigens Identität. Wir haben das Objekt bleibt die ganze Zeit gleich, die Zeit verändert sich und damit der Variablenwert. Wir können es auch anders interpretieren, dass wir sagen, wir haben Objekte und da ist der Mut am Anfang mal 0. Später nehmen wir ein neues Objekt, da sagen wir, ist der Mut zum Beispiel 7. Viel später noch ist der Mut minus 1, was auch immer das heißen mag. Jetzt haben wir drei verschiedene Objekte und wir verlinken jetzt einfach immer, wenn sich der Zustand geändert hat, kreieren wir ein neues Objekt und verlinken zurück auf meinen Vorgänger, den es einmal gab. Was wir hier sehen, sind die fundamentalen Unterschiede in der Informatik mit dem Phänomen Zeit und Zustand umzugehen. Hier haben wir ein sogenanntes mutables, veränderliches Objekt, was sich über die Zeit ändert, aber wir sehen immer nur dieses eine Objekt und es verändert sich über die Zeit, diese Variable, zu zeitdiskreten Momenten. Hier haben wir verschiedene Objekte, die jedes Mal den neuen Zustand inkarnieren, festhalten, aber die Historie der Zustände wird verkettet. Und damit, wie im Snapshot, wir in so einem Foto festgehalten. Das sind verschiedene Vorstellungen von Identität. Hier ist die Identität gekapselt, manifestiert durch dieses Objekt. Und wir müssen das Objekt sozusagen filmen, um seine Identität festzustellen. Wir müssen damit auch das Objekt verfolgen. Genauso wie wenn ich hier lang gehe. Man verfolgt mich und lernt, ne? Das Verfolgen ist meine Identität. Wir sehen immer aufzeigen auf dieses Objekt, auf diesen Menschen. Und wir sehen seine Veränderung im Laufe der Zeit. Identität. Oder wir haben eine Biografie, eine Historie, die festgefroren ist. Wir sehen immer, was vorher war. Das ist, wenn wir Snapshots machen. Wir haben eine Verkettung. Es geht also, Identität kann man definieren als: Ich lebe in dem Moment und das ist mein Zustand und mit mir verändert sich mein Erleben. Oder ich schaue mir meine Biografie an. Meine Identität ist geprägt durch meine Erlebnisse, die ich gehabt habe über die Zeit, und die betrachte ich als Ganzheit. Das ist sozusagen so eine Art Mutabilität. Immutabilität ist so etwas wie das Yin und Yang in der Informatik.
wie wir mit Zeit und Zuständen umgehen. Und das wollte ich mit diesem Foto auch noch sagen.